Pentatonik verschieben. Lern also die Töne auf der tiefen E-Seite komplett auswendig und verschiebe einfach nur dein Pattern 1 weiter auf einen anderen Ton. Wenn du dich jetzt fragst, was mit den anderen Pattern passiert, diese rutschen natürlich nach. Wenn du die Pattern mal vergleichst, das Pattern 5, das baut im Prinzip auf dem Pattern 1 auf. Was im Pattern 1 mit dem ersten Finger gespielt worden ist, wird im Pattern 5 mit dem kleinen Finger gespielt. Also diese ganzen Pentatonik-Pattern, die passen alle wie Puzzleteile miteinander zusammen. Jedes Ende vom Pattern ist der Anfang von einem neuen Pattern. Warum gibt es das Ganze? Nun, wir spielen verschiedene Licks als E-Gitarristen. Das sind so kleine Soloteilchen. Und diese Licks können wir eben in unterschiedlichen Pattern spielen. Und je nach Komfortzone, je nachdem, wo wir uns am wohlsten fühlen, spielen wir unsere Licks. Auf der Seite 4 und 5 von unserem Manuskript habe ich dir weitere Pentatonik-Übungen notiert. Das können wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Um die Pentatonik wirklich flüssig in die Finger reinzubringen und das Ganze auch schön unabhängig voneinander spielen zu können. Die erste Übung ist eine Dreiergruppenübung. Du kannst dir das einfach im PDF nochmal genauer anschauen. Ich erkläre jetzt nochmal ganz kurz, was ich mit der rechten und mit der linken Hand dabei mache. Die Dreiergruppen werden im Prinzip in der Pentatonik gespielt. Das heißt, ich spiele drei Töne rauf, gehe einen Ton zurück und spiele von da an wieder drei Töne rauf. Das Ganze wirkt ein bisschen durcheinander, aber das ist genau der Effekt, den wir gerne beim Solospielen haben wollen. Also wirklich schnelle Läufe und schön durcheinander gespielt, schöne Abwechslung drin. Mit der rechten Hand spiele ich die ganze Zeit Wechselschläge. Also ich schlage einmal von oben nach unten die Seite an und einmal von unten nach oben. Ganz egal, wo ich hier gerade bin, auf welchen Seiten. Also diese Wechselschläge ziehen sich komplett durch. Ich zeige dir jetzt nochmal ganz genau, wie ich das mit der rechten Hand mache in einer Nahaufnahme, so wie wir das auch in den anderen Videos im E-Gitarren-Masterkurs machen werden. Also ich spiele hier straight Wechselschlag durch. Ganz egal, was passiert, immer Abschlag, Aufschlag, Abschlag, Aufschlag, Abschlag, Aufschlag, Abschlag, Aufschlag. Wenn ich das gelernt habe, mit dem Wechselschlag spielen zu können vernünftig, dann kann ich sehr, sehr viel schneller spielen, weil ich im Prinzip immer den Hinweg und den Rückweg gleichzeitig nutze. Wenn ich das also alles mit Abschlägen spielen würde, dann würde ich immer einen Schlag an die Luft vergeuden, weil ich muss ja praktisch wieder zurück, physikalisches Gesetz, einfach wieder zurück. Das heißt, es ist für meine rechte Hand viel, viel aufwendiger, alles mit Abschlägen zu spielen, als wenn ich saubere Wechselschläge spielen kann. So, und wenn wir die Dreiergruppen spielen, dann spielen wir auch wieder ganz, ganz saubere Wechselschläge. Abschlag, Aufschlag, Abschlag, Aufschlag, Abschlag, Aufschlag, Abschlag, Aufschlag, Abschlag und so weiter. Auch eine sehr, sehr gute Übung, die Wechselschläge mit der Pentatonik zu trainieren, weil wir im Solospiel die Wechselschläge auch immer wieder brauchen. Es gibt viele Gitarristen, die einfach nur Abschläge spielen können. Manche nennen das auch Economy Picking, weil man halt die ganze Zeit immer Abschläge spielt. Aber es ist keine so besonders gute Technik und es ist sehr wichtig, dass man sich beim E-Gitarre spielen lernen wirklich eine saubere Technik aneignet. Und im E-Gitarren-Masterkurs lernst du die Techniken alle sauber und im Detail. Und ich zeige dir immer in einer Nahaufnahme, wie das mit der rechten Hand funktioniert und genauso auch, wie das mit der linken Hand funktioniert. Ich habe in unserem Unterrichtsmaterial jetzt die letzte Seite aufgeschlagen, die Sechsergruppen, Pentatonikübung in Sechsergruppen. Die Sechsergruppen laufen so ähnlich ab wie die Dreiergruppen, bloß sind etwas weitläufiger und wir haben da mehr Spaß am Spielen, weil wir einfach noch mehr Töne miteinander kombinieren können. Das Ganze läuft in 16. Triolen ab, das sieht man hier oben in den Noten. Keine Angst, du kannst diese Übung genauso machen, wenn du keine Noten lesen kannst, weil ich habe unten drunter nochmal die Tabulaturen notiert und in den Tabulaturen siehst du Zahlen und Linien, was deinen Bünden und Saiten auf der E-Gitarre entspricht. Wie genau das Ganze mit den Noten und Tabs funktioniert, erkläre ich im internen Bereich, im E-Gitarren-Masterkurs genauer, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist, dieses Thema zu verstehen und einfach die Tabs flüssig lesen zu können. Es ist aber trotzdem letztlich gar nicht so schwierig, einfach die Zahlen
den Bünden zuzuordnen und die Linien den E-Gitarrenseiten. Das Ganze findet natürlich immer falsch herum statt, also wir stellen uns das Ganze immer so rum vor. Gut, wir starten zuerst mit unserer ersten Sechsergruppe. Dazu spiele ich die ersten 6 Töne unserer Pentatonik hintereinander. Unsere ersten 6 Töne. Und dann springe ich zum 3. Ton und spiele von da an wieder 6 Töne rauf. Dann gehe ich wieder zur D-Seite auf dem 5. Bund. Spiele 6 Töne hoch. Und dann gehe ich auf den 5. Bund der G-Seite und spiele von da an auch 6 Töne hoch. Eine sehr, sehr schöne Übung, was auch ganz, ganz häufig in verschiedenen Gitarrensolis vorkommt. Denn dieser Lauf ist einfach sehr, sehr komfortabel, hört sich total klasse an und können wir genauso gut auch rückwärts spielen. Also wenn wir hier vom 8. Bund starten und einfach 6 Töne hochspielen und wieder den 3. Ton verwenden, also den 8. Bund auf der B-Seite und wieder 6 Töne hochspielen, da haben wir den gleichen Lauf, bloß spiegelverkehrt umgekehrt Richtung tiefe Saiten. Ganz besonders toll hört sich die Sechsergruppenübung an, wenn ich den E-Gitarren-Sound auf Rock einstelle, also hinten den Steg-Pickup verwende auf der E-Gitarre, alle Potis voll aufdrehe und am Gitarrenverstärker mir einen richtig schönen rockigen, verzerrten Sound einstelle. Du siehst mit dieser Übung, dass du mit der Pentatonik wirklich tolle Sololäufe spielen kannst und die nicht nur fürs Solo benutzen kannst, sondern auch als Fingerübung, als Wechselschlagübung für die rechte Hand und so weiter. Und du machst mit diesen Übungen, die ich dir in dieser Lektion gezeigt habe, deine Finger so richtig schön unabhängig, dass du also im Solospielen nicht jedes Mal überlegen musst, welchen Ton du jetzt greifen kannst und welchen nicht. Solange du dich in der Pentatonik, in dem Muster befindest, ist alles richtig, was du spielst. Wenn deine Band im Hintergrund, sagen wir, A und C spielt, und du spielst die Pentatonik obendrauf, klingt jeder Ton super gut. Ich freue mich, wenn dir diese Probelektion gefallen hat. Du kannst mir gerne deine Kommentare und Erfahrungen mit der Pentatonik unter diesem Video aufschreiben. Ich freue mich über jeden Kommentar und wir sehen uns im E-Gitarren-Masterkurs.